Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Ja, ich habe die liebe Miriam heute an meiner Seite. Ihr habt sie schon länger nicht gesehen. Ja, und heute ist ein ganz besonderer Tag. Wir sitzen gerade im Auto auf dem Weg nach Salzgitter zu der lieben Einrabler, also zu Lamias Abendmode, Brautenabendmode. Die Miriam holt heute ihr Braut- und Henna-Kleid ab, inshallah, wenn alles glatt läuft. Ja, inshallah. Und auf jeden Fall werde ich mir heute auch ein Abendkleid für die Hochzeit aussuchen. Henna-Abend weiß ich noch nicht. Vielleicht hole ich mir auch ein Kleid für Henna-Abend. Und ja, was ich jetzt machen muss, ich bin gerade von der Arbeit gekommen. Ich muss mich jetzt erstmal schminken. Ich habe meine Schminke mitgebracht. Also ich mache mich jetzt fertig und melde mich dann auf jeden Fall nachher nochmal bei euch. Bis dann. So ihr Lieben, ich habe mich jetzt gerade fertig gemacht. Miriam hochkonzentriert. Ich lenke sie jetzt auch nicht ab beim Autofahren. Ja, ich fühle mich voll unwohl, aber naja, das ist jetzt so. Ich war jetzt schon geschminkt und habe jetzt mein Make-up aufgefrischt. Also ich hatte kein Make-up, ich habe einen Puder im Gesicht. Aber kennt ihr das, wenn ihr auf eure alte Schminke neue Schminke drauf macht? Das sieht einfach scheiße aus. Deshalb fühle ich mich gerade richtig unwohl. Aber ist jetzt so, kann ich nicht ändern, ich war halt arbeiten. Dafür sieht Miriam umso fresher aus und um sie geht es ja auch heute. Sie soll gut aussehen, nicht ich. Das ist Nebensache. Ja, wir haben jetzt noch eine halbe Stunde, 40 Minuten vor uns. Also Salzgitter sind, ich glaube, 140 Kilometer von uns, oder? So ungefähr 140 Kilometer. Und ja, also ich werde euch jetzt schon mal vorab Miriams Kleider natürlich nicht zeigen. Das soll eine Überraschung bleiben für die Hochzeit. Aber ich werde meine Reaktion aufnehmen, weil ich sehe die Kleider heute auch live zum ersten Mal. Und bin gespannt, wie ihr wisst, ich bin eine kleine Heulsuse. Vielleicht kommt die ein oder andere Träne, vielleicht lache ich auch einfach, also meine Emotionen werden verrückt spielen. Du siehst mich im Fernsehen, ich bin in den Job, hab mein neues Auto mit Bargeld bezahlt, aber jetzt suchst du, jetzt suchst du, jetzt suchst du an. Weil wir von Grund aus Kämpfer sind, Mama hat gezeigt, wie es geht. Will ich, dass du bitte keine Träne weinst, denn ich bring Brot nach Hause. Brot nach Hause. So ihr Lieben, oh, die Sonne ist so grell, ich kann gar nicht gucken. Auf jeden Fall, wir sind jetzt da. Sind pünktlich da, wir haben um 3 den Termin, wir haben jetzt 10 vor 3. Und die Aufregung steigt jetzt auf jeden Fall. Ich melde mich dann, wenn wir drinnen sind. Und Miriam wahrscheinlich dann das erste Kleid anhat. Und ihr dann meine Reaktion dazu seht. Vielleicht nehme ich auch schon vorher ein bisschen auf, mal gucken. Auf jeden Fall haben die richtig viele neue Kleider bekommen, neue Kollektion. Ich bin richtig gespannt, ob ich was finde. Für alle, die es nochmal wissen wollen, Salzgitter ist der Laden von der lieben Einrabler Lamia Braut und Abendmode. So, ich bin jetzt aber. Ah, Scheiße! Ich hab geguckt! Egal, ich finde. Also Leute, wir sind jetzt im Laden und ich sitze hier und warte, dass ich die Kleider an Miriam sehe. Die haben hier schon gehangen, deshalb habe ich die schon ein bisschen gesehen, leider. Ich wollte, dass es hier ein Wow-Effekt wird. Aber ich habe ja das Kleid schon mal an Miriam auf einem Foto gesehen. Aber live ist eh noch mal was anderes. Ich bin gespannt. Jetzt warte ich und wie gesagt, ich zeige euch die Kleider nicht. Aber ihr seht dann meine Reaktion gleich, wenn Miriam das anhat. Eins, zwei. Es ist soweit. Adios. Tama. Ei, oh, ich muss jetzt schon heulen. Ich komme darauf nicht klar. Mit dem Chokgesell. So schön. Meine Chokbälle. Chokgesell. Oh mein Gott, auf den Bildern sah das überhaupt nicht so aus. Ey. Oh mein Gott, ich hätte nicht gedacht, dass das so schön aussieht. Wie Kabarik, ne? Ja, ja, war ja wie Kabarik. Ja. Ruhig gesagt? Aber Kemal Karsten, das sieht sehr gut aus. Den braucht man auch nicht extra dran nehmen. Der passt schon. Der passt gut. Aha. Oh, voll cool. Ich finde, wenn das auch so sein kann. Schokolade. So, ihr Lieben. Miriam zieht jetzt gerade ihr Brautkleid an. Das hat jetzt gerade ein paar Komplikationen gegeben. Naja, eigentlich nicht. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt. Also, ich hätte vorhin schon heulen können beim Henna-Kleid, aber ich reiß mich so ein bisschen zusammen. Ich zeige euch mal, was ich gerade sehe. Ich sehe gerade nur das.
Aber ich will. Açıyorum. Tamam. Gleich. Hi. Miriam, ach du liebe Zeit. Du hast es verkackt. Ich bin schock. Güzel mi? Ben çok beğendim elbise. Acayip güzel. Hat sich das gelohnt für dich? Wie süß die Kleine. Hallo. Oh, mein Herz rast voll schnell. Acayip güzel. Maşallah. Also, es sieht übel aus. Rahibe takacaksın değil mi böyle? Senin yanına hiç kimse yaklaşamayacak. Ey, das sieht so schön aus. Oh mein Gott, bembeyaz. Çok kabarıksa yine indirebiliriz kabarıklığını. Ben sonuna kadar açtım. Sence? Kalsın. Das ist aber so schön. So breit um so schön. Jeder wünscht sich ja so schöne Breite. Çok kabarık değil değil mi? Nein. Du siehst aus wie eine Prinzessin. Bak, mal gerne das Video, biliyor musun? Wir drücken hinten leicht den Reifen nach vorne. So, ihr Lieben, die Miriam ist jetzt fertig und auf jeden Fall bin ich jetzt dran für Abendkleider. Ich hoffe, der Laden ist nicht so voll. Dann würde ich mir nämlich jetzt Abendkleider aussuchen. Ich zeige euch mal meine Favoriten, die ich auf jeden Fall anprobieren will. Guckt mal, falls ihr euch erinnern könnt, war das das Kleid, das ich bei meinem Bruder auf dem Hochzeit anhatte. Und das hat sie jetzt einfach in allen Farben. Guckt mal, voll krass. Das ist auch voll schön. Aber ich möchte natürlich nicht wieder das gleiche Modell anziehen, deshalb zeige ich euch mal kurz meinen Favorit. Und zwar dieses, also nicht diese Farbe, aber dieses Modell. Das ist am Bauch ein bisschen transparent und wieder, wenn ihr seht, komplett Glitzer. Ey, ich finde das, also das war übrigens so ein Kleid, hatte meine Mama bei meinem Bruder an. Und das sieht auch voll schön aus. Kannst du mal so ein bisschen laufen? Aber vielleicht also die Farbe sieht Hammer aus. Die Farbe steht ihr unheimlich, wenn sie den Beistand. Habe ich also, ja gleich gesagt. Ich will eigentlich doch noch rot. Immer noch. Weil einfach also sie will diese rausstechende Farbe. Doch, das sieht wirklich aber krass aus. Als weißes Kleid, als zart stehe ich mit rot auffällig ja, aus, gut, als wenn ich klar. Auch ein Helm das ist klar, rot-weiß, ne? Ja. Mhm. Kannst du nochmal Rücken zeigen? Okay. So ihr Lieben, ich habe mich auf jeden Fall jetzt für dieses Kleid entschieden. Ich glaube, ihr habt es vorhin gesehen, die Miriam hat es gezeigt. Es ist ein sehr, 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 sehr knalliger Ton. Es glitzert auch, man sieht das gar nicht. Ich gucke mal, ob ich es euch andersrum zeigen kann. Sieht man das? Doch, das ist auf jeden Fall komplett Glitzer. Und jetzt gleich, also Miriam probiert jetzt nochmal ihr Henna-Kleid an. Ja. Das ist so schön, das Kleid. Mal schauen, was auf Gesello oder. Sieht gut aus. Ich kann die leider nicht aufnehmen. Eine Schleppe auf. So, jetzt ist es schon ein bisschen was. So, und jetzt probiere ich noch ein Kleid an und zwar für Kinder. Eigentlich habe ich zu Hause eins, das ich so anziehen wollte. Mal sehen, aber dieser Rotton, ich wollte den schon immer. Und was sagt ihr? Ich finde der schon ganz gut. So, ihr Lieben, ich habe mich jetzt auch noch für dieses Kleidchen entschieden. Das ist für den Henna-Abend. Das gefällt mir richtig gut. Ich weiß gar nicht, ob man es erkennt. Das ist einfach schwarz und lang. Die Details sind halt hier oben. Also, ich weiß nicht, mir gefällt das richtig gut. Also, ich fühle mich in dem Kleid richtig, richtig wohl. Ich fühle mich in beiden Kleidern richtig wohl. Guck mal. Also, ich weiß nicht, ich bin voll glücklich. Ich empfehle den Laden ja eh immer weiter. Hier gibt es immer was für jede Größe. So. Ich weiß nicht, das ist halt Geschmackssache, aber ich finde das Kleid wirklich schön. Das nehme ich auch mit und das wird mein Henna-Kleid, glaube ich. Ich habe noch eins als Auswahl. Ja, und das wird natürlich hier weggehen, das sieht jetzt komisch aus. Ach, ich finde das so toll, ich kann mich irgendwie die ganze Zeit im Spiegel angucken. Also ich fühle mich richtig, richtig wohl in dem Kleid. Ich habe wieder meine Sachen an. Also, ich habe mich für zwei Kleider entschieden. Ich wollte ja eigentlich nur eins für die Hochzeit kaufen. Jetzt habe ich auch noch eins für den Henna-Abend gekauft. Ich bin mit beiden Kleidern sehr zufrieden. Diesmal habe ich andere Modelle genommen, so mit Spaghetti-Trägern. Das mache ich eigentlich nie, weil ich diesen Bereich hier immer gern kaschiere. Aber es hat mir sehr gut gefallen. Hängen sie noch hier? Nein, sie wurden schon nach vorne gebracht. Ja, und die liebe Mary, bist du glücklich? Ja, sehr.
bin richtig glücklich. Also ihre Kleider sind Hammer und die, ja. Du siehst, also in ihrem Brautkleid sieht sie richtig aus wie eine Königin. Dankeschön. Und das, also ihr Henna-Kleid, ich hätte nicht gedacht, also es hat mir auf den Bildern auch schon gefallen, aber live sieht es einfach ganz anders aus. Findest es sieht du? Voll schön aus, ja. Also mir gefällt es richtig gut. Der wird nochmal richtig halt angefertigt, ne? Ja. Es haben so einige Kleinigkeiten noch gefehlt, das hat sie aber ganz schnell gemacht. Genau, in der Zeit habe ich... Super. Sie macht das toll. Also für alle, die aus der Nähe kommen oder auch weiter weg herkommen, Lamias, Braut und Armoden in Salzgitter, wir empfehlen euch das beide. Wir kommen hier nicht einfach nur so aus Jux und so Tollerei her, sondern weil wir es wirklich gut finden, auch von der Beratung. Es sind alles so nette Leute, auch die Mitarbeiter. Und hier gibt's alles. Hier gibt's sogar Schuhe. Guckt mal. Ist halt vielleicht nicht jedermanns Geschmack, aber hier gibt es auch Schuhe und einfach All-Around-Paket. Und oh, ich würde euch jetzt vorne nochmal den Laden ein bisschen zeigen und mein Traumkleid euch zeigen, was ich, wenn ich nochmal eine Hochzeit machen würde, kaufen würde. Hier ist auch das Kleid, für was ich mich dann entschieden habe. Und jetzt zeige ich euch meine Traumkleider. Dieses Kleid oder dieses Kleid. Wenn ich eine Hochzeitsfeier hätte, ist das mein absoluter Traum. Bitte guckt euch das Kleid an. Ihr Lieben, wir sitzen jetzt wieder im Auto mit der Mary. Und wir haben einfach schon 18 Uhr, wir haben jetzt 3 Stunden verbracht. Ja. Ich habe 2 Kleider gefunden, ich wollte nur eins, jetzt habe ich einfach schon das zweite. Ich bin richtig glücklich, das heißt, ich muss mich um nichts mehr kümmern. Die Kleider, die zu Hause auf mich warten, kann ich jetzt zurückschicken. Und ja, ich habe eigentlich genau das, was ich wollte, bekommen. Ein rotes und ein schwarzes, das war nämlich mein Ziel. Pass auf, da kommt dein Auto. Ja. Mariams Kleider, wie gesagt, mashallah, es sah wirklich unnormal aus. Dankeschön. Ich habe beim ersten Kleid, musste ich heulen fast. Aber ich dachte, du kannst bei Gelinlik heulen. Aber weil ich dann kurz rausgerissen wurde, dadurch, dass ich nach vorne gegangen bin und so, war ich so abgelenkt, dass ich irgendwie nicht mehr so emotional war. Aber ich werde eh bei deiner Hochzeit und so heulen. Das ist. Ja, und jetzt geben wir Navi ein und fahren nach Hause. Ich denke, wir sind so gegen 7:30 zu Hause. Und ja. Keine Ahnung, was wir heute noch machen. Gucken wir dann. So, ich hoffe, ihr könnt mich sehen. Das ist Miriam. Auf jeden Fall sind wir gerade tanken. Wir haben dann noch 1 Stunde nach Hause. Wir haben gerade mit Sinan und Borna telefoniert. Die haben auch noch nichts gegessen. Wir haben auch noch nichts gegessen. Wenn wir zu Hause sind, ist es so 8 Uhr. Und wir überlegen vielleicht noch zusammen was Kleines essen zu gehen. Sieht man mich? Das ist so ein bisschen... Ja, also das ist die Situation momentan. Wir sind, keine Ahnung, wo wir sind. Auf jeden Fall bei einer Tanke. Und ja, der Vlog heute dreht sich so grob eigentlich nur um die Kleider, die heute waren. Und ich weiß nicht, was ihr zu den Kleidern sagt, die ich anhatte. Ich weiß auch nicht, wie es in dem Video aussieht, weil die sehen live wirklich ganz anders aus. Ich hoffe, es ist nicht so viel Hate dabei. Also ich bin glücklich und das ist ja das Wichtigste. Ja, auf jeden Fall melde ich mich dann nachher nochmal bei euch, wenn wir zu Hause sind. So, Leute, wir sind gerade mitten in einem dicken, fetten Stau geraten. Also ich und Miriam wünschen uns, dass halt niemandem was Schlimmes passiert ist, weil im Internet steht, dass ein Rettungshubschrauber kommt und dass es Verletzte gibt und so. Ja, also es ist einfach komplett gesperrt. 10 Kilometer bis zu 10 Kilometer Stau. Wir wären in 10 Minuten zu Hause. Jetzt sagt unser Navi, hat vorhin gesagt, dass wir um 10:30 ankommen statt 8:10. Und jetzt steht da wieder 8:10. Das wäre, dann müssten wir aber in 25 Minuten ankommen. Und so wie das vor uns aussieht, werden wir nicht in 25 Minuten ankommen. Schrecklich. Also ist das jetzt gerade, fahren wir mal immer so ein kleines Stück. Vorhin war es so, dass wir nur standen, 10 Minuten. Also es wäre schön, wenn wir... Oh, Handbremse vergessen. Es wäre natürlich schön, wenn wir vorher ankommen. Aber es wird spät. Egal, wir haben gesagt, jetzt haben wir mehr Zeit miteinander zu reden. Die mir leid tun, sind die LKWs neben uns. Guck mal. Na, die stehen einfach, die fahren keinen Zentimeter vor. Ja.
Also, keine Ahnung, wann wir zu Hause ankommen. Was macht er jetzt? Ach, er will hier rechts. Okay. Warum hält der an? Der Tag war so schön und jetzt ist es so. Kommt jetzt hinten vielleicht ein Krankenwagen? Nein. Eigentlich noch nicht. Im Internet, ich habe halt schnell geguckt, steht, dass wir eine Rettungsgasse bilden sollen, macht meine Ehe immer automatisch. Und dass es halt Verletzte gibt und so. Sowas macht mich immer ein bisschen traurig. Hoffentlich ist nichts Schlimmes. Ja, und jetzt quatschen wir ein bisschen. Wir reden über alles, was es so gibt. Und ist meine Brille runtergefallen, weil wir nur Faxen gemacht haben. Ja, also es war heute ein lustiger Tag, oder? Ja. Ich finde auch. Ja, und jetzt fahren wir nach Hause zu unseren Männleins. Wenn wir ankommen, ist die Frage. Ihr Lieben, ihr seht es. Wir sind immer noch im Auto. Wir haben 9.05 Uhr. 21.05 Uhr. Immer noch Stau. Laut Navi 9:30 von, aber es zeigt halt immer den Weg von wo wir jetzt gerade sind an bis nach Hause. Moment. Und von hier wären es halt wirklich nur noch 20 Minuten. Aber weil wir im Stau sind, verlängert sich das halt dann immer wieder und immer wieder und immer wieder. Wir kommen einfach null voran, so wie Marian sagt. Ja. Rotlicht. Wir sind richtig müde. Ich bin heute Morgen um 6 Uhr aufgestanden. 5:30 Uhr. Das war schon ein anstrengender Tag. Ja, und jetzt haben wir auch nichts mehr zum Reden miteinander. Musik geht in den Durchhalt. Wir können auch keine Musik mehr hören, weil es einfach zu laut ist irgendwann. Wir brauchen jetzt unsere Ruhe. Ja, ich melde mich dann, wenn wir zu Hause sind. Wirklich, jetzt melde ich mich wirklich erst, wenn wir zu Hause sind. Also, bis später. Ich hoffe, ihr könnt mich sehen. Wir sind gerade zu Hause angekommen. Also Miriam lässt mich jetzt zu Hause ab. Wir haben 23.10 Uhr. Eigentlich nicht zum Lachen. Wir hatten teilweise wirklich Aggression und schlechte Laune. Auf jeden Fall waren wir einfach 5 Stunden unterwegs bei einer Strecke, die 1,5 Stunden, wenn man langsam fährt, dauert. Ja, das war halt einfach Pech. Aber was sollen wir machen? Wir haben auch nichts gegessen, wie gesagt. Mal gucken, nein. Die haben schon zugeschaut, die machen 11 zu. Die haben ja kaum Musste. Guck, die putzen. Okay. Auf jeden Fall mal gucken, ob ich zu Hause noch was finde zum Essen. Ich mache mir einfach was Schnelles noch oder bereite den Ziel an, irgendwo hinzugehen. Miriam fährt jetzt nach Hause auch. Und ich melde mich zu Hause gleich nochmal bei euch. Kannst du ja schon mal Tschüss sagen, Mary. Ciao. Hallo ihr Lieben, es ist, wie ihr sehen könnt, ein neuer Tag und heute ist Samstag. Ich bin gestern so kaputt gewesen, ich konnte gar kein Ende mehr drehen und das möchte ich jetzt auf jeden Fall machen. Es war einfach ein so unerwartetes Ende mit diesem Stau. Ich und Miriam waren fix und fertig, als wir zu Hause waren. Ich habe dann noch eine Kleinigkeit gegessen und dann habe ich mich auch schon schlafen gelegt. Der Sinan kam wohl irgendwie nachts ins Bett. Kurz ans Bett, besser gesagt, und hätte dann irgendwie was mir gesagt und ich habe es gar nicht mitbekommen. Aber ich hätte ihm wohl geantwortet. Also ich war wirklich mit meinen Kräften am Ende. Ja, ich hoffe, dieser Vlog hat euch gefallen und folgt uns auf jeden Fall auf Instagram. Ich blende hier nochmal unseren Namen ein, weil wir werden dann auf der Hochzeit und auf dem Henna-Abend natürlich auch Stories hochladen und da werdet ihr das Kleid nochmal an mir getragen sehen, mit gemachten Haaren und allem drum und dran. Ich küsse euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss!